Da haben wir den Stream auch schon am Laufen und ich wünsche einen wunderschönen Samstagabend, meine Lieben. Wir haben uns hier eingefunden, um die zweite Runde Dead by Daylight heute zu starten. In der Hoffnung, dass endlich mal in die Rolle der Überlebenden schlüpfen dürfen und können. Das werde ich jetzt direkt mal probieren. Die Rakete anschmeißen und den Tunnel eröffnen. Somit hoffen, dass gleich endlich mal die Chance kriege, wie ein kleines Mädchen am laufenden Band zu kreischen, wenn ich den Massenmörder im Rücken habe. Die Hoffnung ist nicht allzu groß, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise hinhaut, weil gestern ja schon eine halbe Stunde nach dem Spiel gesucht. So lange warte ich jetzt auch erstmal, bis ich den Joint anschmeiße. Dass nicht gleich hier völlig verballert in Freude auf dem Spiel sitze und letztendlich meinen Tunnel in der Lobby abfeiere, das wollen wir ja alle nicht. Dementsprechend spiele als Überlebender. Gucken wir mal, wie weit wir da was finden. Nehmen tun wir mal die Olle, glaube ich. Wir haben recht gut getuned gestern noch. Lootnet ist da hier auch. Recht ordentlich am Laufen, Level 4 schon am Start, den restlichen Spott kriegen wir leider nicht so gut verballert. Dafür die Taschenlampe, wie ich das mittlerweile mitgekriegt habe, scheinen die Überlebenden drei verschiedene Gegenstände am Start zu haben. Einmal ein Medikit, dann diese nette Werkkiste und eine Taschenlampe, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Mal gucken, was sich da noch für Überraschungen finden, aber soweit, keine Ahnung erstmal. Ich gehe jetzt mal eine Lobby suchen. Ich hoffe, dass wir direkt was finden. Muss mal gerade hier die Feuer zusammentragen, dass ich den Joint im Zweifelsfall starten kann. Und das auch erst, wenn vier Leute da auf meiner Seite drinne und wir loslegen können. Keiner will das Monster spielen. Das Problem hatten wir ja gestern schon. Aber er liegt da sogar eine Menge Spaß mit, muss ich sagen. Können wir auf Dingens wechseln oder was? Keine Ahnung. Wuseln wir mal noch ein bisschen in der Ausstattung und Co. hier rum. Mal gucken, was wir vielleicht noch ein interessantes Starter haben. Wie ist alles für die Taschenlampe? Hier auch eine Kleinigkeit für die Werkzeugkiste. Hier haben wir nicht mehr die meisten Möglichkeiten gehabt. Die haben wir mittlerweile auch ganz gut Level. Schau ich jetzt mal, dass ich irgendwie einen Gegenstand freigeschaltet kriege. Das sind Opfergaben, Schlüssel, Add-on und immer noch nichts auf dieser Stufe. Dahingegen ist das random Zufallsding im Punkt, was beim jedem neuen Level sich hier öffnet, ähnlich. Weil wenn du Pech hast, kriegst du nicht einen bescheuerten Gegenstand. Irgendwie im Laufe der ersten 5 Levels, wie ich das Problem gerade ein wenig mit ihm habe. Aber gut. Wir scheinen eine Lobby gefunden zu haben. Das freut mich doch mal schwer. Schwer nach Absturz ausschaut. Sehr schön, meine Freunde. Da machen wir weg. Ich schmeiß die Lunte an und freue mich auf einen heftigen Psychotrip. Volk ist auch schon schwer auf mich am Warten. Gar kein Problem, Jungs. Ich bin sofort bereit. Ich schmeiße den Joint an. Alles gut. Muss denn auch leider mich jetzt von dem guten alten Mikrofon hier verabschieden, euch mit Kinect belästigen und die Kopfhörer aufsetzen. Ich wünsche euch das.